Hilfe zum Spiel Pflanzen gegen Zombies. Wenn die Zombies auftauchen, verhalte dich einfach ruhig und tu gar nichts. Du gewinnst das Spiel, wenn die Zombies dein Haus erreichen. Die Hilfeseite präsentieren die Zombies. Oh, mit dieser lustigen Hilfe. Willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Und mach noch gleich weiter. Wo waren wir denn? Ja, genau. Ich muss sie jetzt verkloppen. Und zwar, weil sie aus dem Grab rauskommen. Bam. Und dabei Geld einsammeln. Okay, jetzt könnte es sein, dass es etwas laggt. Dahin geschieden. Wow, geil. Werde ich mal dich gleich hier wegmachen. Ach du Scheiße. So. Hallo, ich möchte mal bitte den Grabfresser haben. So. Episches Game, würde ich mal sagen. Na los, kommt schon jetzt Zombies. Bam, bam, so. Bam, ping, ping, ping. Boom. So, Grabfresser, komm her. Erfülle deine Pflicht gegenüber mir. So. Ich sollte mich mal um die vorletzte Reihe kümmern. Die da. Danke. Ha. Mann, warum leckt es wieder so? Oh, im unteren sind vier. Die sollte ich auch mal wegtun. Alter. Stirb, Klonen-Zombie. Ey, die haben ein... Alter, wie schnell sind die? Stirb doch. Ha. Boah, bist du schnell. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt her. So, ha. So, und Entschuldigung, dass ich gerade nicht viel gelabert habe, aber ich musste mich gerade konzentrieren. Und wir sind jetzt im nächsten Level. Und wir haben den Hypnopilz erhalten. Lässt einen Zombie für dich kämpfen. Psycho. Ich nenne dich Psycho-Zombie, das klingt passender. So. Oh nein, nicht du! Football-Zombie noch nicht entdeckt. Okay. Erstmal die alle hier und dich und... die Walnuss. Die ist immer gut. So. Auch wenn ich die irgendwie nie einsetze, aber egal. So. Wie gesagt, das kann jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Mann, ich will endlich, dass der Laden offen ist. Da gibt es so geile Sachen zu kaufen. Oh, die kommen schon. Wo kommst du her? Da kommst du her. Okay. Du latschst aber langsam. So. Och, mein PC laggt wieder so dermaßen. Entschuldigung, meine Stimme ist noch etwas im Arsch. Dadurch, dass ich mit meinem neuen Projekt, das ich bald anfange, das ich aber noch nicht verrate, was es ist, denn sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Dass ich... naja... bei einem Boss ziemlich abgekackt habe und ich absolut keinen Bock habe, dass ihr meine Wutausbrüche zu sehr da irgendwie sehen müsst. Es ist gruselig, sag ich euch.
Ja. Und deshalb habe ich mich entschlossen, das Video dann zu schneiden und naja, halt zu versuchen, den Boss offscreen zu besiegen. Was sich aber durchaus schwierig erweisen könnte, wie wir bald sehen werden. Man könnte ihm aber Sonnen geben, das wäre zu freundlich. Mist, und ich möchte noch alle Gräber weghaben. Weg, ich brauche große Pilze. Ich bin ein großer Pilz. Ich bin nett und freundlich. Schau mich an. Blöb, ich gebe dir Sonnen. Und der zweite ist groß und bing, ich krieg Geld. Schön. So, Pustepilz, hilf meinen kleinen Pilzen. Stinkpilz meine ich. Und der dritte ist groß. Juhu. Nein, nein. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Arbeite für mich. Ha. Und bam, jetzt ist er voll auf unserer Seite. Jetzt rennt er nämlich zurück und frisst seine Zombie-Kumpanen auf. So. Und tschüss. Komm nie wieder. Nee, lass ich. Jetzt fange ich an, mal den Grabfresser hier zu pflanzen. Ja, friss ruhig meinen kleinen Pustepilz auf. Das stört mich nicht, ist ja nur ein kleiner, frecher Pustepilz. Boah, ey. Wie viel war das jetzt? Wie viel Geld? 50? 50 Euro müssten es sein. Da. Wehe, du leckst jetzt wieder. Geld. So. So. So, 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 so. Ich weiß, ich sage sehr oft so. So, egal. Bin ich halt so wie Dr. Cox. So, erstmal schon die Erbschen hier pflanzen. Und es leckt. Okili dokili. Oh, scheiße, ich werde schon so viel Flanders. Einfach nicht auf mich achten. Ich laber heute ziemlich viel Scheiße. So. Friss den. Tschüss. Ha! Ey, voll weggefressen. Ja, auf meinen Pilz zu essen. Los. Stirb. Los, Pustepilz. Töte ihn. Juhu, Pustepilz. Du hast ihn getötet. Und ja, jetzt kommt einer meiner Lieblingspilze. Obwohl er eigentlich ziemlich unnützlich ist. Wenn es ums Verstecken geht, ist er aber ein absoluter Champion. Angsthasenpilz. Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Ein sehr guter Distanzpilz, muss ich wirklich sagen. So, zeig mal her. Er gibt auf dem Spielfeld immer 110%. Er ist ein Teamspieler, der offensiv und defensiv kämpft, hat aber keine Ahnung, was ein Football ist. Schon klar. So, Sonnenpilz, bla bla bli blub. Ja, Walnuss. Die ich nie benutze. Nee, 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 nee. Schlafe nur. Ja, schon klar, du schläfst. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. Was mir auffällt, ich nehme immer zuerst die mittlere Reihe. Und ich glaube, das war jetzt ein großer Fehler von mir, was ich da gemacht habe. Ja, Angsthasenpilze sind wirklich sehr, sehr... Die kommen schon. Ha, und genau in der Mitte! Mach, sag Hallo zu meinen Angsthasenpilzen. Die werden dich schon killen, bevor du überhaupt bis dahin gekommen bist. Ja, es gibt immer mehr Gräber hier auf diesem Spielfeld. So. Tötet ihn! Tötet den Zombie, denn er ist unwürdig. Bam! Kopf ab!
würde jetzt die Herzkönigin aus Alice im Wunderland sagen. Kopf ab! Ach, ich knall dir mal einen Angsthasenpilz rein. Ihr hört schon, glaube ich. Meine Stimme ist wieder am Abkacken. So. Ach nein, nicht du. Oh, zum ersten Mal wird es schön unsymmetrisch, aber das ist mir jetzt so was von Schnurz egal. Los, tötet ihn noch. Tötet ihn. Mache ich halt zwei rein. Ist egal. Oh nein, ich habe keinen Bock auf den einen Zombie, der dann später kommt. Absolut keinen Bock. Ihr werdet schon noch sehen, welchen ich meine, wenn ihr ihn seht. Denn dieser Zombie ist absolut irre. Nein, nicht dieser Zombie, der kommt später. Ich meine einen anderen Zombie, der in diesem Level noch kommt. Also nicht in diesem, sondern in dem Zweier-Level. Naja. Er ist irre. Absolut irre. Und das sage ich nicht, weil ich ihm schmeicheln will. So, jetzt laber ich wieder mal ziemlich viel Scheiße. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich die Gräber, die mir am nächsten sind, etwas abholzen hier. Weg damit. Ha, jetzt ist wieder schön symmetrisch. Ja, ich rieche wirklich Paul Pancha, ne? Ja, hallo, ich bin Paul Pancha. Nein, ich kann den nicht nachmachen. Ich muss gleich einen Tee trinken. Quietsch! Boah, ey, der eine Pilz, den wir am Ende dieses Levels bekommen, der wird geil. Oh ja. Oh ja. Der wird so was von geil. So. Meine Angsthasenpilze feuern ihre Sporen ab. Und jetzt kommen auch die Stinkpilze dazu. Soll ich mal sowas wie ein Stadionsprecher sein? Und einfach mal moderieren? Und die Musik nimmt einen dramatischen Ton an. Das Klavier ist... Was macht denn der da oben? Hallo. Okay, er hat mir noch zugewunken, bevor er gestorben ist. Das ist aber ein sehr freundlicher Zombie. Und die Musik ist wieder normal. Die Lage entspannt sich etwas. Doch die Kämpfer wissen genau, bald wird der nächste Angriff der Zombies kommen. Bald werden sie zuschlagen. Sie wollen dein Gehirn fressen. Doch du musst sie aufhalten. Okay, das ist eher die epische Stimme eines Märchenerzählers. Märchenonkel ist eher... Es war einmal. Nein, das war eher die epische Stimme von einem epischen Blockbuster-Battle. So, jetzt kommt wieder unser freundlicher Kerl, der... Fliegengitter-Zombie. Und warum rede ich so eine Scheiße? Naja, vielleicht weil ich einfach nur froh bin, dass ich mich ein Jahr Let's Player nennen darf. Aber ich werde mich noch nicht zur Elite zählen. Das werde ich wohl niemals. Ich will einfach nicht behaupten, dass ich eine super tolle, obergeile Let's Playerin bin. Denn so viel Selbstvertrauen wäre auch nicht gut. Tja. Let's Playen ist mein Hobby. Ich mache das gerne. Auch wenn es wegen der Schule meistens nicht so klappt. Deshalb werde ich jetzt auch noch kein Einjahres-Special machen, weil ich in letzter Zeit, also in dem ersten Jahr, ach, da ist überhaupt nicht richtig viel passiert. Sag ich ganz ehrlich, ihr habt es ja selbst gesehen, ich musste einige Projekte abbrechen, jetzt kürzlich erst Kingdom Hearts, was ich aber natürlich auch mal weitermachen werde, weil die Grabber-Probleme, habe ich ja schon mal gesagt, sind so gut wie gelöst.
Ich habe aber noch etwas Bedenken. Aber keine Sorge, bald geht es auch mit Kingdom Hearts weiter. Da muss ich Spellforce abbrechen, weil mein Laptop es irgendwie nicht mehr abgespielt hat und die CD irgendwie zu viele Kratzer hatte. Also, nee, an der CD hat es nicht gelegen, das weiß ich inzwischen. Und auf Windows 7 kann ich das Spiel leider nicht installieren, weil die Exe ohne Kopierschutzabfrage kann ich leider nicht öffnen. Weil irgendwie so ein komisches Programm auf meinem Computer anscheinend fehlt. Was aber noch nie notwendig war. Aber naja. Und da muss, ja, Conker's Bad Fur Day, das ist ja klar. Das Spiel bin ich gerade wieder zu dem Punkt durchzuspielen, an dem ich es bis jetzt gespielt habe. So, friss mal. Mann, ich kommentiere hier gar nicht mehr das Spiel, ich laber hier nur noch. Ja, das wird ein etwas längeres Video, wie ihr seht. Aber das ist ja egal. Hauptsache, ihr habt Spaß mit Pflanzen gegen Zombies. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, Conker's Bad Fur Day wird bald wieder aufgenommen. Und wir haben einen neuen Pilz. Pilzi, Pilzi, Pilzi. Eispilz lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Okay, also, ich würde dann sagen... Genau, diesen Zombie habe ich gemeint. Aber wer das ist, was genau der macht, das sehen wir im nächsten Video bei Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Also bis dann. Ciao.